ist noch eine Weile hin, ne? Kann ich Zeug rein? Kann alles rein. Anrufen, ne? Ja. Telefon. Ja, ich habe noch gerade geguckt, wir wollen Richtung Forsterschleuß. Ja. Martin, das reicht. Nee, das reicht nicht, weil die Brücke hier links nämlich Magnesserbrück heißt. Ach so. Vielleicht hast du da vergessen, in welche Richtung wollen wir? Auf was heißt? Forstersweiß. Wieder Forster. Forstersweiß und Magnesser in den Ort. Ist die Kamera an, von wegen Lautstärke oder mithören, was der da aber alles an. Lustiges erzählt. Ja. Kamperbrück für Sportbottle Recipe. Guten Morgen. Ich muss die Nagelabrück rufen, ne? Bitte? Ich muss die Nagelabrück rufen. Ja, ja, richtig. Nagelabrück für Sportbottle Recipe. Guten Morgen, Nagelabrück. Guten Morgen, könnten Sie die Kamperbrück für uns öffnen Richtung Forstersleuß? Forstersleuß, ja. Ja, das kann ich. Danke. Ich kann die Brücke öffnen. Das ist super, danke schön, vielen Dank. Warum ist das noch Geräusch, weil er nicht aufnehmen kann? Ja. Achso. Das ist mein Service, das kaum ruft man die richtige Brücke schon im Kopf. Echt, er hört auf allen dreien. Natürlich hört er alles. Er weiß genau, was wir wollen. Ja, aber man muss die Leute ja auch erziehen, sonst wäre ja ein einziges Durcheinander. Geht ja nur auch nicht. Und ich habe, als du das gesagt hast, draußen schon vor mich hingesprochen und gesagt, das hätte Nagelabrock heißen müssen. Ja. Ich dachte mir, dann weiß er gleich, durch welche Brücke wir wollen, aber das war ein Irrtum. So, guten Morgen. Guten Morgen. Wir liegen schon kurz nach dem Aufstehen an der ersten Brücke. Guck mal, Schranke geht runter, alles gut. Wir fahren heute mindestens bis Kragenburg, heißt das, ne? Mit Doppel-G in der Mitte. Kragenburg. Da soll es schön sein, da soll es einen schönen Park geben. Es gibt eine Ausstellung von Musterhäfen oder Modell, der Miniaturhäfen. Und es gibt wohl offensichtlich auch irgendwie wie so einen Wasserkreislauf, wo man Schleusen und alles Mögliche so nachfinden kann. Hast du alles noch gefunden? Nein, das hat doch Armin und Judith geschrieben. Der sprach nur von Hotelhäfen und davon, dass die Wellenanlage nicht in Ordnung ist. Ja, eine Wellenanlage heißt doch, dass der Wasserkreislauf in der Dings ist. Ich glaube nicht, dass er von seiner Wellenanlage im Schiff geredet hat. Nein, aber die Wellenanlage, die einfach nur ein bisschen Platsch, Platsch in den Häfen so macht. Ich habe gedacht, dass das ein Wasserkreislauf ist und dass man da alles so... Wir das lassen uns überraschen. Das war Interpretation, das war jetzt nicht mehr wissenschaftlich, um darauf mal zurückzukommen. Ich habe interpretiert. Ja, und mächtig viel rein interpretiert, aber egal wie, wir fahren mindestens bis dahin. Danach würden wir links rumfahren. Nach Wollenhove. Wollenhove in das, wie heißt das Ding da? Naja, die Verlängerung vom Schwarzen Meer, ne? Nee. Schwarze Meer ist ganz woanders. Wie ist das Schwarze Meer? Was heißt dann ganz woanders? Huch. Ja. Will den nicht versenken.
kommen hier? Das hier, das ist die Wollenhofense-Kanal. Wie sich denn gehört, heißt der so. Ach so, okay. Also in den Wollenhofense-Kanal könnten wir aus. Wollenhofer-Kanal heißt das. Wollenhofer-Kanal. Wollenhofer heißt der Ort, Wollenhofense heißt die Bootform und Wollenhofer heißt der Kanal. Wollenhofense Woll heißt die Bootform, ja. Ja. Oder wir fahren noch den Kanal ein Stückchen weiter nach Norden durch, nach Lockseil. Lockseil, na gut. Auf dem Weg ins Naturschutzgebiet vor der Torfroute, ne? Oder ist das schon Teil der Torfroute, ne? Nee, noch nicht ganz, aber es ist... Nee, noch nicht der Teil der Torfroute. Kommt erst später. Na gut, jedenfalls haben wir ein blendendes Wetter. Auf dem Weg dahin kommt auch mal eine Brücke. Wieder mit Nummer anzusagen und zwei Schleusen, wenn man die ganze Strecke durchfahren. Ja. Aber jetzt haben wir erstmal haben wir jetzt durch. Bis die nächste Invasore kommen. Dann fahren wir den Magmesserweg nämlich durch bis zur Magmesserschleuse. Die Magmesserschleuse, genau, die wird wieder über so eine Nummer da beginnt. Genau, sind so 6 Kilometer jetzt bis dahin. Und dann fahren wir die Zeugefahrt weiter runter und kommen durch Fosterboos. Scheint auch irgendwie so viel grün zu sein. Und da ist auch überall Affmähen verboten. Wir nähern uns der ersten Schleuse für heute. Was steht da drauf? Die 23. Kann nicht sein. Muss eine gerade Zahl sein eigentlich. Da steht drauf, nee, doch 23. Also ist richtig. Hier. Ungerade. Das gestern ist richtig. Hat man doch auch eine ungerade. Ja, ungerade. Die Richtung ist ja ungerade. So, Heidi muss jetzt wieder anrufen, damit uns die Schleuse geöffnet wird. Muss ich das jetzt hier wieder laut machen? Kannst du gerne machen. Ja, und die Brücke vor der Schleuse auch noch. Glaube ich. Nein, das ist 1. Was? Vorne meinte ich. Nein, nur die Mittelleine. Das mit der 1 Minute hat er akzeptiert, ja? 3 Minuten habe ich gesagt. Wir sind doch da. Na gut. Wasser aus der Schleuse rausläuft. Okay.
auch noch nehmen und dann ist gut. Uhr. Wir verharren an der Schleuse. Das war jetzt nur 3 Minuten später. Da kommt ein Fähnchen gefahren, oder? Sehe ich das falsch? Lass du mal ein bisschen lose, bitte. Da kommt ein Fähnchen raus, das ist gut. Ist das Fähnchen? Sieht nach einem großen Zerfasser aus. Ja. Kleines Fähnchen mit großem Schiff drunter. Da wird wohl keiner außerdem mitgeschleust sein, ne? Sag nicht, er macht die Brücke wieder runter. Doch, macht er. Jetzt holt er erst den, den du zuerst angemeldet hast, Heidi. Gut, dann kannst du da dicht holen und belegen, glaube ich. Und das ist doch ein Scheiß. Tja, jetzt ist ja ein Beiboot da drauf. Warte mal, so geht das nicht. Wir müssen weiter nach vorne. Definitiv. Lass du mal los, bitte. Ja? Nee, einfach leiden lassen. Lass uns mal anders lassen. Jetzt ist grün. Ohne Brücke. Mach mal rein, mach mal rein. Wo ist denn die Brücke? Ich gucke. 3 Meter steht hier. Kanal 64 stand mit dran, ne? Meldepost Voss, das läuft für Sportboot Recife. Guten Morgen, wir würden gerne in die Fosterschleuse, aber wir passen nicht unter der Brücke durch. Es ist grün, aber wir passen nicht. Ich weiß, die Brücke geht sofort auf. Ah, super, vielen Dank. Ich weiß, die Brücke geht sofort auf. Die sind echt die Höhe hier, die Jungs. Nochmal Backbord fest? Ja. Die Brücke geht sofort auf, jetzt hat er wieder rot. Jetzt haben wir rot-grün. Ja, ja. Wollte einfach mal ein paar Autos zwischendurch durchlassen. Ja, jetzt geht die Schranke runter. Da ist ein Schleusenwärter drinnen, oder wie? Nee, der macht das Grünzeug weg. Ach so. Aber wir werden hochgeschleust, offensichtlich. Das sieht aber nicht nach 4 Meter aus. Nee, das stimmt. Kann ich hier noch oben festmachen, oder? Ja, kannst du.
müssen ein bisschen durchfahren. Am Horizont kommt noch einer. Kann gut sein, dass wir auf den noch warten. Ja, und dahinter. Bei dem Ring ist eine Leine unter dem Ring. Wenn du noch die, die Leiter oder den Ring direkt. Du kannst hier den Ring und du? Du nimmst den Ring und ich nehme dir die Stange. Hast du? Das Tor macht er noch nicht zu. Kann sein, dass er jetzt nur die Brücke ein bisschen zu macht. Wenn der andere da hinten kommt, die Brücke wieder auf. Da da hinten noch einer kam, nehmen wir mal an, dass er jetzt die Brücke runter macht. Warte, bis das Schiff kommt. Trotzdem. Da das ja kein riesengroßer Hub ist. Ja, sonst hätte er ja Tor schon zumachen können. Nein, das geht vielleicht erst, wenn die Brücke zu ist. Warum? Das ist so. Keine Ahnung. Er hätte uns sogar schleusen können mit Brücke oben. Nee, das halte ich für unwahrscheinlich. Wir werden warten. So ist das mit den Vorannahmen. Hat er doch die Schleuse zugemacht und schleust uns. Ganz ohne den anderen. Und? Die hat das flott volllaufen lassen, ne? Die hat das flott volllaufen lassen. Nun sind wir aber oben. Es tönt schon wieder. Und reinholen. Bitte? Reinholen. Was? Jo. Stehen sie schon Schlange. Hier stehen sie schon Schlange, sagte ich.
wollen wir jetzt hin? Ostersleus, Osters, Lochseil oder Grabenburg kommt dann. Jetzt waren das letzte. Wir machen weiter. Lochseil, Osterseil. Osterseil ist noch weiter. Osterseil ist noch weiter. Ja. Ostenseil. Ostenseil. Ja. Eigentlich. So, das war jetzt die Nordnessersleus. Die Forstersleus kommt ja erst hinter Grabenburg. Ja. Das wären 30 Kilometer. Wie wurde ich mir das jetzt? Ich glaube, wir fahren einfach mal auf der Route. Sehen wir ja dann alles. Das nächste, was jetzt kommt, ist tatsächlich die Forstersleus. Jawohl, die ist ja erst hinter Grabenburg. Ja. Grabenburg dort über rechts abbiegen. Sportboot bis auf der Elbe gestrandet. Auf eine Sandbank aufgelaufen. Bis Niedrigwasser. Niedrigwasser auf der Elbe ohne Ende. Hoffentlich kommen wir noch nach Hause. Nicht, dass mit vom Abgesloten ist. Abgesloten wegen Regenwasser. Da gucken wir einmal. So, okay, wo ist guck mal, da Gänse am Feld. Mhm. Hier ist das Feld wirklich mal einsichtig. Das einsichtige ist gut. Das Feld ist im Gegensatz zu dem Segler gestern, der uneinsichtig war, ist dieses Feld absolut einsichtig. Es ruht da, hat sich in sein Schicksal ergeben, weiß, was es zu tun hat. Lässt sich abfressen. Ja. Ja, also wir haben ein einsichtiges Feld. Es hat auch nur dieses eine Gesicht. Das stimmt aber gar nicht. Es hat mehr als ein Gesicht. Es sieht manchmal anders aus. Der war einsichtig, manchmal was anderes. Wir können raufgucken. So. Ein einzusehendes Feld, mein Michael. Ja, ich hatte mich ja schon versucht zu kommen. Wäre ich zum Wort gekommen. Wäre nichts besser geworden, das glaube ich nicht. Ja, gut. Nee. Gut, wir üben jetzt offline noch ein bisschen. First one felt like more than I could take, so I hit the ground running so hard, with all my soul in love away. Try to keep my hopes up, but they keep falling down. And every new heartbreak hurts a little more than the last time around. Made a lot of half-hearted mistakes, but I worked so hard on this one. Gave her my everything. Was a losing battle, so I'm laying down. And every new heartbreak hurts a little more. Every new heartbreak hurts a little more than the last time around. Now let her go, oh Lord, just let it be the last time around, please. Now let her go, oh Lord, this might be the last. Was eine Fähre. Es kommt ja auch eine Straße darüber. Guckst du gerade dran auf? Ja, sie funktioniert. Ich bin schon wieder da. Und die Fähre fuhr ja auch gerade. Ja. Dann fährt es wieder rüber. Und eine Seilfähre. So, und außerdem geht es hier rechts ab nach Grabenburg. Das wäre unser erstes Ziel gewesen, wenn wir nicht so viel hätten fahren wollen. Nicht ab. Bitte? Da ist kein Abzweig. Was ist da? Kein Abzweig.
Doch, der kommt hier. Wir sehen ihn nur noch nicht, aber der kommt hier. Also gut, ich korrigiere, ich sehe ihn noch nicht. Ich sehe ihn auch noch nicht, aber trotzdem kommt er hier. Und da kommt jetzt das Schild. Jetzt kommt das Schild. Außerdem habe ich auf der falschen Seite gesucht. So, die Fähre ist eine mit Seil. Das heißt, wir müssen vorsichtig sein und warten, bis der am Ufer liegt. Ist mit der Hand betrieben. Und irgendwie von Hand betrieben. Muss die aufhören zu drehen, oder? Und dann geht er einen Spazierweg hoch. So, die spazieren jetzt runter, das heißt, die Fähre sollte jetzt ohne Zug sein. Das heißt, jeder macht das selber? Ja. Irgendwo am Ufer wird es eine Vorrichtung geben, mit der man sich die holen kann. Bleibt schön in der Mitte. Und da wird jetzt hoffentlich keiner an den Pott dran ziehen. Nein, da ist niemand. Genau, das ist die Lehnfahrt, das ist das, was nach Krasenburg führt. So, da ist ein Park mit einem, ja, offensichtlich eine Anlage, in der, das hast du schon erzählt, der Häfen modelliert sind, haben wir vorhin schon gesagt. Ja. Also Armin und Jutta, tut uns leid. Heidi, war das Armin und Jutta? Armin und Judith? Armin und Judith, meine Güte, mein Name sind welche, das Judith. Sorry. Dabei heißt eine unserer Töchter. Auch. Darfst du Judith auch sagen? Also unserer Kind. Ja, du sollst dich bei der anderen Jutta entschuldigen. Dass bei Jutta auch. Entschuldigung, Jutta. Jutta ist Jutta von Koch. Gut, egal wie. Nein, wir werden jetzt zwar nicht reinfahren, wir sind nicht reingefahren. Wir wollen das schöne Wetter heute nutzen, um mal ein bisschen weiter zu fahren, ein bisschen mehr Strecke zu machen, ein bisschen mehr zu sehen. Und hier ist schön, wenn es nicht ganz so schnur geradeaus wäre, wäre es ja fast wie auf der Hafen. Dann hätte man ja nicht hier hingefahren, hinfahren müssen, wenn es genauso wäre. Stimmt auch. Mann. Let up. Da, let up. Was denn? Let steht up. Da nicht. Pass auf, ja. Da steht da. Ja, dann macht das auch, wenn er da steht. Dann steht noch nicht worauf. Ja, auf alles. Wahrscheinlich, weiß nicht. Ja. Auf andere Schiffe, auf umgefallene Bäume, auf selbstfahrende Fähren, auf Ketten im Wasser. Ordentlich hier. Aufgewirbelt, ne? Alles aufgegurgelt. Ja, er war wieder mal zügig unterwegs. Voll befahren. Wir fahren jedenfalls weiter Richtung Forstersleuth und dann gucken wir mal, ob es wieder lustige Konversationen mit Leuten dabei gibt. So, jetzt musst du mal aufpassen hier. Mit aufpassen. Ja, deshalb bin ich ja hier. Let up, sag ich da nur, weil da steht ganz viel. Da steht ganz viel? Da steht ganz viel geschrieben. So. Und da steht auch was rum. Oh ja. Zwei Stücker. Stellen wir uns mal an. Wie spät ist der Mittagspause? Doch, die hat Mittagspause. Ist aber noch nicht, ist erst 11.17 Uhr. Wann hat die Mittagspause? 11.30 Uhr? Nein. Na gut. Entweder 12.45 bis 13.15 und dann nochmal 13.45 bis 14.15 oder irgend sowas. Okay, wir müssen jetzt aber nicht anrufen. Nein, wir müssen da jetzt erstmal abstellen. Die sieht hoch aus. Ja, vorhin war doch nur ein halber Meter oder anderthalb oder irgendwas, also bleiben ja noch 4 Meter. Hier ist das erstmal mit Halten ein bisschen doof, weil da vorne alle Plätze belegt sind. Aber du kannst rundherum schon reinmachen, weil wir noch nicht wissen, auf welcher Seite wir an die Schleuse gehen, ne? Ja. So, die Brücke hat 3 Meter.
Das heißt, wir sollten so weit reinfahren, dass wir nicht mehr unter der Brücke stehen, zumindest nicht mit dem Geräteträger. Können wir uns denn an die dicken Poller legen, beide zusammen wieder mit dem... Ja, können wir probieren. Vorne und hinten oder Mitte und hinten? Mitte und hinten. Die hocken da alle an Land. Ich nehme nicht direkt den Poller an dem Schiff, sondern einen vorher. Ja. Gibt es an Land was? Nee, ne? Und Heidi? Ja. Du musst den kleineren von den beiden nehmen, ne? Ja. Was ist auf dem Poller dazwischen? Na, von mir aus. Aber dann vor allen Dingen gar nichts machen. Erstmal gar nichts machen, bitte. Laufen lassen, laufen lassen. Nicht ziehen, immer noch nicht. Ich hole uns noch näher ran. Jetzt doch mal die Leine. So ist schön. Schöner wird es nicht. So, wie heißt die hier? Forstasio. Kannst du auch anfunken. Ja, muss ich aber nicht, ne? Dann wissen wir aber, warum die alle draußen sitzen. Vielleicht macht sie heute gar nicht mehr weiter. Dann hätte sie zwei rote. Ach so, ja. Wie lang, wie breit ist sie denn? Das sind vier Boote. Vier? Ja, vor uns liegen drei. Ach, stimmt. Kommt noch ein dritter. Gut, dann hol mal rein. Bleiben bei Steuerbord, ne? Ich weiß es noch nicht, weil ich noch nicht weiß. Der geht Backbord, der geht Steuerbord, dann müsste der auch Backbord gehen vor uns. Na, der sieht aber nach Steuerbord im Augenblick aus hier vor uns. Ja. Wenn die vorne nebeneinander gehen, dann hat der vor uns ja die freie Wahl. Und der ganz vorne liegt im Augenblick noch diagonal. Mit dem vor uns passen wir doch nebeneinander, ja, oder? Ja, wir fahren in jedem Falle neben den vor uns. Es sei denn, der fährt ganz durch, weil die vorne neben hintereinander gehen, aber glaube ich nicht. Naja, der rutscht schon auf, da vorne. Das geht schon. Jetzt fährt er. Der fährt nach Backbord. Und der rutscht nicht ganz auf, er rutscht nicht neben den, das ist ein bisschen doof. Was ist denn da vorne so?
Braucht da einer oder krankt dann Motor? Ich weiß es nicht. Heidi, was sagt die? Wir sollen uns festmachen, verstehe ich dann nur mehr halt. Das sind so allgemeine Verhaltensregeln, die da publiziert werden. So, fahr mal rein. Die mittlere, weil eventuell haben wir nur einen Punkt. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Ja, ja, und ich nehme die Leine hier. Ja, doch, kann ich alles zugleich machen, halt. Hast du sie? Ja. So, wir liegen eigentlich ganz gut. Ja. Bitte? Nein, das ist zu groß. Das passiert nicht. So, das haben jetzt nicht einmal was besonders aufrutschen, weil noch einer kommt, das alles gut. Wir müssen aufrutschen. Bist du los? Ja, und ich auch. Man muss es eh wieder runter. Bitte was?
Was sagst du? Nur jetzt los. Was? Die Leute haben sich selber oder wo sind die jetzt? Ja. Und da, Mario. Ja, so ist doch schön da. Könntest du da belegen. Jetzt kriegen wir ein bisschen Wind da rum. Ich könnte es jetzt auch mal einfädeln, oder? Gut, schmeckt das an den Schein. Ja, doch. Die Hecke rein schon mit rein? Nee, im Augenblick noch nicht. Ja, immer den jetzt los. Heidi, rein. Sehen. Und wir reihen uns ein, indem wir alle hier links rumrennen. Bitte. Scheint gerade das Gras zu sein. Ja. So eine Schweinerei, es sind ein ganzes Boot voll. Die ganze Zeit von da oben runtergeschmissen. Boah, was ist hier denn los? Alle im Konvoi. Na gut. Wollen wir nicht erst die Fender reinholen? Und dann lege ich die auf das Grünzeug. Achso, okay. Scherzkeks. So. So, Heidi fegt jetzt. Gut. Ganz Rasenschnitt hier. Und wir fahren jetzt hier im Konvoi weiter. Den ist das Ding hier. Ollenhofe-Kanal. Ja, hatten wir ja schon mal ein paar Mal eine Fragestellung. Last time around for me.
gerade hat man überlegt, ob wir uns mit unter die 3,10 Meter Brücke trauen können. Da macht sie rot-grün. Rot-grün heißt ja in der Regel auch, dass das weiße Licht ausgeht. So, und was macht der vor uns? Flagge müssen wir gleich wechseln. Rampen gehen runter. So, jetzt können Sie doch mal fahren da. Stoßen. Möchtest du auch noch Kaffee? Ja, bitte. Ja. Schön. Maria Busa ist ja auch ein schöner Name. Manfred. Und hier wollen wir viele hin. Ja. Stau. Wir dachten, es wird, aber ich dachte, es wird ein bisschen leerer am Dorf. Verlassen oder haben gerade verlassen Flevoland. Nun geht es nach Obereifel. Obereifel. Deshalb muss ich mal nach vorne unser kleines unteres Gastlandfleckchen ersetzen. Geht nicht so viel beeindruckt. Ich habe jetzt selber die Mütze hier. Ich habe ja gedacht, dass es hier eine ruhige Brücke ist. Aber wir sind halt nicht so zu sein. Wir fahren ja echt Kolonne. Und ich weiß nicht, wo die alle hin wollen. Aber nur fahren wir erstmal hinter allen her. Und welcher wird da vorne hin? Wenig,
sicher ist und weh von allem. So, da weht sie, die Obereifelflagge. So, ist doch schön, ne? Schön bunt, hast du schön gemacht. Noch ein schönes Fleckchen. Gut, das andere kommt dann vorläufig mal runter. Aber ich glaube, wir kommen da nicht mehr hin. Na gut, dann wir können nachher nach Obereisel nochmal. Könnten wir rein theoretisch für einen kurzen Moment mit der Friesischen wechseln? Stimmt. Das vergessen wir aber dann ganz schnell. Dann kommen wir nach. Ich glaube, das ist erst Groningen. Das ist schon Groningen und dann erst Brenzel, wenn wir südlich fahren. Ich glaube, wir fahren noch. Noch Groningen. Da gibt es auch einen Ort, der heißt Klein-Groningen. Also spricht was dafür, dass es noch in Groningen ist. Naja. Meine Theorie. New Wales liegt auch nicht auf dem Englischen. Der Englischen Insel, auf der Britischen. Aha. Und New York liegt auch nicht auf dem Land. New Amsterdam, das ist auch nicht auf dem Land. Nein, liegt in Drenthe. Die Stimme aus dem Off. Weg ist er. Lässt mich hier alleine. Heute war Tag des Grünschnitts, glaube ich. In beiden Schleusen haben sie wie am Schleusenrand gemäht, wie blöd. Und in der letzten Schleuse ist der ganze Mist auf uns gefallen, wie wir da auf der Steuerbordseite lagen. Ich hatte es sogar in der Haare. Unverschämt. Hatte ich gestern erst das Deck sorgfältig von dem Rest Eiselmeersand befreit. Den Fußstapfen der Segler, die immer über unser Boot gestopft sind, wenn sie als Päckchen lagen. Ich hatte jetzt Angst, dass ich mir grüne Flecken auf dem weißen Deck einhandel, wenn der ganze Schiss da festklebt. Den krieg ich mal nicht weggekriegt. So. Und hier muss man am Tonnenstrich bleiben, weil dieses Wolpower Meer, was hier auf der Steuerbordseite liegt, ziemlich flach ist. Da darf man nicht rein. Vielleicht ist das sogar Naturschutzgebiet, ich weiß es nicht. Es gibt jetzt hier viele oder etliche Gebiete, die als Naturschutzgebiet ausgewiesen sind. Deswegen fahren wir hier durch eines durch. Nachher, hinter Block 2, geht es dann auf kleinen Umwegen, weil die direkte Linie, die ist nicht tief genug für unser Schiff. Das ist ein Meter, aber ein bisschen riskant, denke ich mal, da durchzufahren und nehmen wir halt einen Umweg. So, kommt er nun mal wieder hier zu seiner Arbeit oder so? Ja. Guck mal, Gegenverkehr, Enge, ja. Engstelle, lauter gefährliche Situationen. Boah, siehst du mal, wie gut du das kannst. Ja, hast du rum. Mach die Recipe ganz allein. Ach so. Mach da gar nichts. Habe ich sonst. Siehst du mal. Muss ich an dein Versicherungsregi denken, da hieß du auch HG irgendwas. HG. Ach, HG ist der natürlich egal. So, willst du jetzt mal hier weitermachen? Every new heartbreak hurts a little more. Every new heartbreak hurts so much more than the last time around. Wir sind in Blockpfeil. Der sieht ja auch aus, der auch wie Außenpulver, oder? Pulver? Ja. Gucken wir mal. Nee, der war doch dann auch irgendwie mal am Meer, wenn Wollenhove am Meer lag. Kann schon sein. Links war jedenfalls alles noch voll. Links ist Polder, ja, und rechts. Ja. Küste, ehemalige entweder Küste. Ganz früher Polder, ja. Oder Festland. Das war. Grenze wieder mehr.
das Mund ins Wasser ich bringe. Wo denn? Da links. Können wir machen, oder? Das sehen zwar nicht. Ist da hinter den. Gehört anscheinend zu der Frau. Da jetzt ist er wieder an Land. Du solltest gar nicht im Wasser. Hm? Ist doch völlig nass. Er war eben im Wasser. Ich habe gesehen, wie er reingesprungen ist. Ach so. Oder als noch ein Hund. Ja, jetzt ist er wieder was gesprungen. So, wir halten uns jetzt hier links. Dann kommt die Pseudoschleuse. Beziehungsweise die immer offene Sperrschleuse. Dann kommt Hafen. Dann kommt noch eine Schleuse, die aber in Betrieb ist. Genau. Muss mal gucken, wie man sich da anmeldet. Werden die da drüben auch machen, wenn sie das auch wollen. Macht sie da Defender? Defender hat sie ja eh schon mal raus. Die können wir rausmachen, weil sie einen Hafen wollen. Die können wir auch rausmachen, weil sie sich anmelden wollen. Wir wissen das nicht. Sieht ja schon interessant aus hier. Muster wie als wenn wir Schindeln wären. Schon wieder ist warm. Und kaum ist der Wind weg, ist warm. Gut, was machen wir? Wir machen uns klar für die Schleuse. Wir machen uns klar für die Schleuse, genau. Das hier vorne ist eher so ein Sperrwerk. Bitte? Das war mal die Schleuse. Nee, ist immer noch so eine Art Sperrwerk. Ich denke, das ist für Notfälle, wenn hier das Ding hier unter Wasser steht. Wieder alle schon Kreise, weil sie Schleusen wollen. Wer fragst du das? Ich. Mich. Publikum. Maybe. Der Publikumsjoker. Ist es eng da drin? Volle? Mhm. Darf jetzt nur keine Außerschleuse kommen, weil dann ist kein Platz mehr. Oder wollen die da anlegen im Hafen? Die da links legen anscheinend an. Na, weiß nicht. Hier rechts so weiß ich nicht. Aber dass dieser Hafen jetzt schon voll ist, so wie es scheint, das gefällt mir nicht. Ach, wieso? Wir wollen ja nicht hierbleiben. Nee. Können wir alle hierbleiben? Ist doch gut, dann haben wir vorne raus mehr Platz. Den Verdacht habe ich eben nicht unbedingt. Guck mal, die wollen alle in die Schleuse. Wird ja lustig hier. Oder wollen wir denn doch hier bleiben? Und da vorne ist ein Anleger, hier ist schön. Rückwärts ran. Was, wo? Hier neben. Eher da links oder da rechts. Dann leben die da? Vielleicht sind das auch gar nicht so viele. Also wenn denn mit über Nacht bleiben oder wie? Hier schon. So. Ich glaube, die suchen sich auch noch einen Platz für den Hafen, weil die haben auch die Defender schon tiefer gelegt. Also insofern, die wollen nicht in die Schleuse. Die hier rechts. Und da hinten gehen jetzt die Brücke runter. Da ist wohl jetzt jemand entweder in die Schleuse gefahren. Ja, jetzt kommen sie allerdings so bald von hinten. Wie von hinten? Die nächsten Schiffe. Die hier vorne wollen doch wohl alle schleusen, oder? Michael, ich. Nehme es an. Ja, ich diskutiere es ja gerade mit dir. Dass du das nicht weißt, ist mir schon klar. Und der ist auch ich versuche belegt. Ja nur meine Gedanken. Sie sind alle belegt, 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 belegt. Da ist alles rot, oder? Feste Liegplatz, ja. Ist also nichts mit. Da hinten höchstens da ist frei. Wir könnten überlegen, jetzt einfach hier zu bleiben und dann morgen ganz früh loszufahren. Wollen wir das machen? Ich glaube schon, weil hier stehst du jetzt Tage erstmal. Dann fahren wir Backbord rückwärts da rein. Neben die, was ist denn das? Neben die andere kleine. Impuls. Ja. Neben Impuls? Ja. Haben wir aber keinen Strom, macht nichts, ne? Nö.
jetzt gar nichts. Und die mittlere Leine muss nach vorne an den Steg. Aber du fährst jetzt vorwärts, oder was ist das? Das ist mir schon klar, dass ich jetzt vorwärts fahre, aber ich muss ja irgendwie dahin. Bitte, was ist da? Achso. Denn laufen lassen. Noch laufen lassen. Uhr 7. Willkommen in Blockzeil. Dienstag, 25. Juli 2023 im Passantenhafen Blockzeil. Bei der Einfahrt in den Hafen durch die offenstehende Schleuse begrüßt uns freudig winkend die Kubmannsfrau. Diese Skulptur steht auf der Steuerbordseite auf der Schleusenmauer. Das Hafenbecken und der Platz vor der Schleuse zeigte sich recht gut gefüllt mit wartenden Schiffen. So haben wir uns für das Bleiben hier im Hafen entschieden, haben einen schönen Platz an dem Warte-Kering-Part gefunden und konnten unser Liegegeld bereits am Automaten entrichten. Dieser Automat spuckte auch eine Karte mit dem Zugangscode für das Sanitärgebäude aus. Blockzeil gilt als Perle unter den verträumten Städtchen des Kupfern Overijssel. Der Hafen selbst ist wirklich richtig urig. Es liegen etliche Plattbodenschiffe im Hafen, das ist jedenfalls für mich schon immer ein besonderer Anblick. Rundum gemauerte Kais, gesäumt von schönen Häusern mit verzierten Giebeln. Ganz offensichtlich gab es hier reiche Kaufmannsleute. Als Blockzeil noch Zugang zur Südersee hatte, bestand seine Aufgabe darin, das Hinterland vor Überschwemmungen und vor dem Eindringen von Feinden zu schützen. Zur Entstehung von Blockzeil gibt es mehrere Geschichten. Eine davon soll bereits im 15. Jahrhundert spielen. Die Bewohner von Steenwijk wurden regelmäßig von Überschwemmungen heimgesucht, weil die Südersee das Wasser über den Fluss Steenwijker Aa in die Stadt drückte. Also sollte an der Mündung des Flusses in die Südersee an geeigneter Stelle eine Schleuse gebaut werden, die bei Flut geschlossen werden musste. Und die geeignete Stelle war Blockzeil, die befestigte Schleuse, und sie wurde gebaut. Kanonenschläge warnten in der Folge die Bewohner des Hinterlandes bei drohenden Gefahren. Ein Kanonenschuss bedeutete Gefahr, ein zweiter Schuss einen Durchbruch im Damm, und ein dritter Befahl, sofort verschwinden. Am Hafenkai, der Bierkade,
steht eine Bronzebüste von Prinz Mauritz von Oranien. Mauritz wurde 1567 in Dillenberg in Deutschland als Sohn Wilhelms von Oranien geboren. Er war Armeeführer und siegreich gegen die Spanier im 80-jährigen Krieg. Und als Statthalter sorgte er für Aufschwung in Blokseil, unter anderem ließ er den Hafen bauen. Er gestattete Blokseil, ein eigenes Waagehaus zu bauen, in dem Waren gewogen und gemessen wurden. Der Hafen durfte auch ein eigenes Wappen und eine eigene Flagge führen. Im Hafen wurde der Brennstoff Torf aus dem Norden des Landes angeliefert und von hier aus weiter transportiert. Bierbrauer, Schiffsbauer, Kaufleute und sogar eine Walfangflotte machten Blokseil reich. Tatsächlich steht diese Bronzebüste erst wenige Wochen hier im Hafen. Sie wurde am 2. Juni diesen Jahres als Geschenk zum 150. Jahrestag des Prinz Mauritz Weshuis und zum 25. Jahrestag des Grand Café Prinz Mauritius Huis enthüllt. Das Prinz Mauritius Weshaus, ein ehemaliges Waisenhaus, ist der Standort des Grand Cafés, in dem wir jetzt heute hier und heute zu Lunch essen. Der Bau des Abschlussdeichs und die Schaffung des Nordostpolders beendete den Erfolg der Fischereihäfen und veränderte das Leben der Bewohner. Aus dem Salzwasser der einstigen Südersee wurde erst Brackwasser, dann Süßwasser, sodass sich sowohl die Vegetation als auch die Tierwelt veränderte. Die einträglichen Geschäfte der Blokseiler wie Walfang und Handelsfahrten wurden, Zitat, in die Vergangenheit abserviert. Es dauerte lange, bis sich die betroffenen Ortschaften neue Optionen erschließen konnten. Heute ist es der Tourismus, der Gemeinden wie Wollenhove und Blokseil lebendig erhält. Sei es der Tourist auf dem Wasser oder der auf dem Land. Jeder taucht ein in die wechselvolle Geschichte des Landes und der Menschen, die es gestalten. Aufkommender Regen treibt uns hektisch von der Terrasse des Prinz-Mauritz-Hauses zurück zum Boot. Wir hatten die Persenning-Teile bei Ankunft nicht vollständig geschlossen. Schließlich bleibt es jedoch bei einem nur kurzen Schauer, der keinen großen Schaden im Boot anrichtet. Und überhaupt ist der Skipper der Meinung, dass Recipe als Boot mit Wasser kein Problem haben darf. Gegen Abend macht der Skipper noch einen kleinen Rundgang und findet das Sanitärgebäude für die Hafengäste. Es ist ein kleines, niedriges, unscheinbares Haus, eine unverschlossene Tür. Er erwartet eigentlich nur eine Toilette dahinter. Und tatsächlich tritt er in einen kleinen Raum mit Regalen an der Wand, die Informationsbroschüren enthalten und zwei weitere Türen. Eine führt zu einer Toilette mit Menschen mit Behinderung und für die zweite Tür braucht er nun den Zugangscode. Er öffnet sie und kommt sich vor wie Harry Potter auf Bahnsteig 9¾. Ein langer Gang liegt vor ihm und er gelangt in einen Waschraum mit Waschmaschine und Trockner und entdeckt etliche Duschen und Toiletten und alles blitzsauber. Er kommt recht begeistert zurück an Bord.